Und hallo und einen wunderschönen Montagabend sei euch gewünscht an den heimischen Empfangsgeräten. Wir sind wieder mal zurück. Gestern war doch ein bisschen entspannterer Tag. Und ich wollte einfach mal einen Tag die Technik auslassen. Aber dafür sind wir zurück mit wieder einem ja, etwas älteren Titel. Ich hüpfe einfach mal rein. Falls sich der Dragon heute seltsamer anhört als sonst, es ist mein Mikrofon. Wir haben mal die Mikrofone getauscht, weil mein Mikrofon unbedingt etwas ein paar Spacken macht. Die Cam ist auch aus. Wieso werden wir gleich sehen? Aber ich warte mal ganz kurz. Das Spiel hat ein sehr schönes Intro, was man erst später sieht. Das werde ich jetzt so schön. Ein Spiel mit Ich einem. bin schon in den Bild da reinpasst. Ich bin klitzeklein, Ein Spiel mit klitzeklein. Vampiren und ein Alien erscheint. Das nicht. Ja, ein etwas älteres Spiel, was jetzt wieder blind ist. Ich habe es als Kind gespielt. Es ist für mich, wie gesagt, blind. Und ich denke mal, nach ungefähr gefühlt, da war ich keine Ahnung, wie viele Jahre, nach ungefähr, ich sag jetzt einfach mal grob 20 Jahren, darf man auch mal blind nennen. Ja. Oder was sagst du dazu? Ich kenne nur den ersten Teil von Soul Reaver und den kompletten Teil von Blood Moon 2. Ja, und das ist jetzt die Vorgeschichte. Wir werden eine Menge Spaß haben, denke ich mal. Ich hoffe, der Controller macht diesmal mit. Nicht so wie beim letzten Mal. Naja. Roffel. Wir starten einfach mal. Weil Intro dauert doch etwas länger. Die magische Aktivität, die von höchster Bedeutung ist, ist die Schaffung eines neuen Äons. Um es deutlich zu sagen, wenn es unerlässlich ist, muss der ganze Planet mit Blut getränkt sein. Hi, Kulex. Ruf deine Hunde! Hier wartet ein Leichenschmaus auf Sie. Weil du den Kreis im Stich gelassen hast, bist du hiermit verflucht. Malek vom Geschlecht der Sarafan. Auf die Freuden der Fleischeslust musst du von nun an verzichten. Dies ist von nun an dein Schicksal, verfluchter Krieger. Du bist in alle Ewigkeit unser. Soll es sein. Ich hoffe, die Lautstärke von mir und dem Spiel ist jetzt akzeptabel. Ich habe jetzt mal ein bisschen was umgestellt. Wir schließen gleich. Mach dich lieber auf den Weg, Fremder. Was? Nicht einmal einen Becher Ale für einen müden Reisenden, der vom fernen Korhagen kommt? Eine große Belohnung erwartet dich, denn ich bin von Adel. Ich lasse in diesen finsteren Zeiten für niemanden geöffnet. Mit Einbruch der Nacht lauern Dinge, die kein Normalsterblicher erleben will.
Und so ging ich von dannen. Mir war kalt an Herz und Seele. So ging ich die Straße entlang, durch die lange, finstere Nacht. Ist es jetzt besser? Muss fast auf 100 stellen, okay, Moment. Jo, alles klar, dann kann es jetzt so bleiben. So, wir alle kennen ja Legion of Kain, Blood Ohm, den Supervampir. Kennt Katja zumindest. Ja, heiße Vampir. Ja, das ist er jetzt hier. Bevor er so ein Vampir wurde. Cam habe ich. So ging Schlagen. Klar. Allerdings, ich habe die Cam jetzt mal aus, weil der Bildschirm nachher sonst zu überladen wird. Deswegen heute mal keine Cam. Hi, Felly. Das ist er. Das ist nicht schlimm. Oh ja, Babystimme. Immerhin hat er mich eingetötet. Kommt her, Schweine, kommt her. Ich mach euch Messer. Ich hau in die falsche Richtung. Ab tot. Bereiten wir dem ein Ende. Jetzt. Danke für los, Felly. Victis, wehe den Besiegten. Ironie des Schicksals, dass ich jetzt leide. Nicht so profanes wie körperliche Schmerzen. Eher die grausame Qual ohnmächtiger Wut, den Durst nach Rache. Egal, ob in Himmel oder Hölle, ich wollte nur meine Peiniger. Manchmal bekommt man, wonach man verlangt. Der Totenbeschwörer Mortanius hat mir die Gelegenheit geboten, Rache zu üben. Und ich, Thor, habe die Gelegenheit ergriffen, ohne über die Konsequenzen nachzudenken. Nichts ist umsonst. Nicht einmal Rache. Ich kann mich noch erinnern, dass das... Du wirst das erinnern, dass das bekommen, Spiel ziemlich schwer war. Ewig her. Puh, ich hab's auch nicht mehr so im Kopf, Kulex. Das weiß ich jetzt leider nicht, aber welchen Schwierigkeitsgrad es hat. Ich weiß nur, dass man sich da durch sehr viele Dungeon und Co. prügeln muss und. Ich erwarte in einem neuen, schmerzhaften Dasein, im feuchten Schoß der Finsternis und des Verfalls. So, da sind wir nun. Ein sexy Vampir. Eins. Ich bin's ein sexy Vampir. Ja, die Kugel, die deutsche Synchro ist mega cool. Ja, deutsche Synchronisation in alten Spielen, da sage ich mal nix zu. Zufluchtszauber ermöglicht mir, mich in meine Gruft zurückzuziehen, wo ich mich in der Erde meines Grabes regenerieren kann. Dies tue ich oft, wenn ich schwach bin und Nahrung brauche. Ah ja. Hey, Victor! Komm her, boah, ich nuckel dich aus. Also genau. Ja, nur dass es hier, es wird unterschiedliche Waffen geben, es wird unterschiedliche Rüstungen geben. Und es ist halt ein ziemliches Dungeon-Play auch, wo man hier durch mehrere Dungeons muss. Open-World-System, nee, ich muss erst den Stein hier schieben. Open-World-System, das weiß ich noch. Das Herz der Dunkelheit soll dem mächtigsten Vampir überhaupt, Janos Audran, entrissen worden sein. Es stellt untotes Vampirleben wieder her. Es kann beliebig oft eingesetzt werden, verbraucht aber dabei magische Energie des Anwenders. Leben ist wertvoll. Zu dieser Erkenntnis kam Janus, als es ihm pulsierend und blutig aus dem Leib gerissen wurde. Und hi, Jane. Pulsierend und... Das Geile ist ja... Ich weiß, wenn man stirbt, dann heißt das nicht Herz der Finsternis, so wie er es gerade beschrieben hat. Dann sagt er immer, The Heart of Darkness. Ich will es jetzt nicht demonstrieren und scherben. Okay, danke. Hast du Far Cry schon fertig gemacht? Nein, ich wollte heute einfach mal was anderes... Anspielen.
etwas älter. Diese Fiole enthält ein düstres Gift, das meine Lebenskraft erhöht. Na, Baby, öfter hier. Oh, komm, ich nuckel dich mal aus. Lecker. Blutgruppe 0 negativ. Diese alten Machtsymbole enthalten magische Energie, die meine Fähigkeiten erhöht, Energie zum Anwenden von Zaubersprüchen zu speichern. Mit Zaubern werden wir auch eine ganze Menge. Ach ja, Kulex, ich habe heute mal ein bisschen Dark Souls wieder aufgenommen. Dark Souls 2. Und ich habe jetzt das Sunken King DLC fast durch. Erstmal nuckel ich die Alte hier aus. Okay. Da hat der Bums gemacht. Ist hier noch irgendetwas? Da ist so ein Durchgang. Ah, hier kann man speichern. Da kann ich das gleich mal testen. Ja, möchte ich? Nice Dragon. Was? Du musst aber wahrscheinlich auf 9 gehen. Muss ich wieder schnell die Memory Card zuweisen? Ja. Moment. Das Problem kennen wir ja. Und wie gesagt, ich habe jetzt die Cam nochmal zur Wiederholung. Die Cam ist jetzt aus, weil, naja, Bildschirm wäre sonst ein bisschen voll. Wo kann ich die Memory Card zuweisen? Steckplatz zuordnen, ne? Ja. Nehmen wir mal 1. Sehr schön. Jetzt müsste das gehen. Ah. Jetzt geht's. Game save it. Sehr schön. Warum stand da 4 Tage und 21 Stunden. Keine Ahnung, frag mich nicht. Es gibt ja Sachen in diesem Spiel, die weiß ich gar nicht mehr. Im Grab finden geschwächte Vampire Zuflucht. In diesem schattigen Grab kann ich ruhen. Also ja. Bei dem Spiel würde ich mir echt wünschen, ich würde hier runterkommen. Wo geht's denn hier lang? Okay, hier ist ein... Da liegt jemand in der Kiste. Und dass er da mal rausspringt, rein? Keine Sorge, ich habe Buttermesser. Ich bin ein Vampir. Mich erschreckt gar nicht. Eine Nachttischlampe, wa? Knofi. Ja, Knoblauch vertrage ich eh nicht. Da kriege ich Sodbrennen. Und ich wiederhole nochmal, was ich am Anfang gesagt habe. Falls sich der Dragon heute ein bisschen seltsam anhört, es ist mein Mikrofon. Oh. Wenn der Regen kommt, sollten Vampire vor der Säure des Wassers Schutz suchen. Stimmt, ich habe auch noch eine Wasserallergie. Und ich merke gerade, mein Fernseher ist ziemlich dunkel. Komm her! Stimmt, der hat eine Wasserallergie. Vampire und Regen, scheiß Kombi. Ja, Kulex, du hast ja mal... Hast du gesagt, du wolltest Blood Omen sehen? Ich weiß es jetzt gar nicht. Ja. Ah, okay. Okay, hier kann ich wieder speichern. Na, okay, hier habe ich jetzt kein Wasser. Ich muss hier mal ein bisschen grob schätzen, weil mein Fernseher ist gerade ziemlich dunkel für das Spiel eingestellt. Was ist denn da drin? Ketchup? Hallo. Wie gesagt, die haben hier separate Laufwege und da kann man hier richtig schön. Ne? Ich weiß, es wird tatsächlich im Laufe des Spiels richtig schwer. Ja, ich auch. Na, komm her. Ich weiß, der haut irgendwie noch immer einen Spruch rein, da habe ich immer gedacht, hey, weg da. Oder hey, ihr Punkt, Punkt, Punkt.
Ey! Da rennt hier schon Heidi Klum lang und die lässt sich nicht treffen. Schon klug, aber. Au! Oh, meine Latte ist gewachsen. Was? Ja, die Blutlatte. Ja, nee, ist klar. Hey, Victor! Oh, guck mal, sterben in Doppel. Hi, Arnie. Kein schwer als Held den Make-up der Heidi Klum. Der ist gut. Hi, Arnie. Au! Aua! Aber keine Sorge, da ist eine Olle, die hat Blutverlust. Komm mal her. Oh, so ein altes Spiel, die Spiel macht wieder Spaß. Okay, da ist ein Schalter, schalten wir mal. Aua! Ich hab irgendwie ein Talent. Ich hab irgendwie ein Talent, in die Bahn zu rennen. An wen da, an was das wohl erinnert? Das ist was du auch schon in der Schalte gehabt. Okay, da komme ich nicht rüber. Da komme ich augenscheinlich. Das ist hier wieder so ein Rätsel. Ah! Komm her, komm, Spatenklaus. Danke, Feli, danke für den Horst. Und schlaf gut, träum was Schönes. Und habt ihr Händchen niemals über der Decke? Von diesen seltsamen Dingern geht Energie aus. Mit ihnen kann man seinen menschlichen Gegnern das Fleisch von den blutbefleckten Knochen reißen. Klingt sehr liebenswürdig, das Fleisch von den Knochen reißen. Na komm mal her, an dir sind ja gar keine. An dir ist doch gar kein Fleisch mehr dran. Ich finde das so schön, wie die Skelette spülen. Oh Baby, ganz allein hier im Kerker. Möchtest du mal den Kuss des Todes spüren? Komm, ich sag dich aus. Man merkt, ich bin Vampirspieler. Lordy, please hold the line. Die werden wir noch zu Genüge brauchen, glaub mir. Die Dungeons hier sind noch relativ easy. Es werden noch, glaube ich. Ich glaube, es donnert. Schwere Dungeons kommen. Ja, aber. Stimmt, die kleinen Scheiße hier explodieren ja. Kann ich dich verschieben? Nö. Ich meine, Lordy, please hold the line. Ach ja. Wie reconnecting. Hat es wenigstens aufgehört zu regnen? Die ja, Welt hatte sich dann für mich verändert. Ich erwartete vom Licht keine derartige Grausamkeit. Das Sonnenlicht spendete mir keinen Trost.
gab mir nur Verderbnis. Mit der Zeit wurde dies nur noch schlimmer. Hunger und Schwäche können mich nicht davon abhalten, Rache zu üben. Ich werde meine Peiniger finden und sie dorthin schicken, wo ich herkam. In die Osterhölle? Sag mal, die ganz easy gefragt. Wo ist denn der Ausgang aus diesem Bums? Mann, du bist doch so ein Körperklaus, der nicht mitgeteilt. Tötet ihn! Ich dachte, du wärst tot, du Bastard! Nimm das nur! Wenn wir dich einmal niedergemacht haben, können wir das jederzeit wieder tun! Was ist das für ein Trick? Ihre spöttischen Gesichter hatten sich für immer in mein Gedächtnis eingebrannt. Für diesen Augenblick hatte ich die Schwelle des Todes überschritten. Ich hatte nur noch eines im Sinn. Nun töte ich. Aber diese Steuerung, ja? Das ist ein Zeitalter für mich. Du hast die Ehre zu sterben. Keine Ahnung, ich saug ihn erstmal aus. Wie sich nichts erfüllt einen mit größerer Genugtuung als Rache. Nun, da meine Mörder tot sind, ist meine Suche beendet. Deine Mörder sind noch nicht tot, da zappelt noch einer. Ja, der gerade vor mir stand. Ich glaube, das erste Diablo, was ich gezockt habe, hatte auch so eine Grafik. Auf PlayStation 1. Bin ich mir jetzt... Ich bin mir aber nicht so 100% sicher. Dies ist noch nicht vorüber, Kain. Diese Dummköpfe haben den Mord nur ausgeführt. Sie sind nur Werkzeug. Du musst ihre Meister suchen. Gehe zu den Säulen. Finde einen Weg in die Festung des Geistes. Okay, mir wurde gerade telepathisch mitgeteilt, ich soll zu den Säulen. Okay. Jetzt die Frage, wo sind die Säule? Was haben wir hier? Hier verübten meine Mörder ihre blutige Tat. Zu den Bewohnern hier sollte man nicht zu freundlich sein. Sie sollten meine Klinge kosten und ich ihr Blut. Oh, Kain, du bist mir sehr sympathisch. Nein, ich will das mir nicht nochmal an. Kain, meinst du wohl. Keiner ist keiner, aber Kain ist besser. Ja, ich guck mal an, was zu tun. Loading. So, ich glaube, es wird einfach Tag, oder? Hast du nicht gesehen? Ey! Und was ist hinter... Ah. Wie kann man das nochmal nutzen? Irgendwie kommt... Ich habe jetzt Ziegenstuhl gelesen. Lese nochmal. Kann ich das irgendwie zuweisen? Herz der Dunkelheit. Von die... Ja. Vielleicht mit der Rest nächstes Taste? Herz der Dunkelheit. Was macht das? Ja, ich wollte den Zauber mal testen. Herz der Dunkelheit. Ich versuche gerade da rauszukommen. Hallo. Das Herz der Dunkelheit soll dem mächtigen... Ha. Waffen haben wir noch nicht, Zauber haben wir auch noch keine, außer diesen Teleportzauber. Den können wir auch mal zuweisen. Der zu. Alles klar. Jetzt weiß ich aber nicht, wie ich den Bums einsetze. Von einem Lade wird schon der nächsten. Yay! Lade, please hold the line. Ist ja fast so wie bei...
Ach ja, Dorfbewohner. Habt ihr nicht gesehen? Keine Ahnung. Einfach gemetzelt. Ich weiß noch, damals habe ich immer alle Hütten abgeforstet, weil es immer irgendwo was gab. Hallo, hübsche Dame. Es trägt ein Kleid. Es trägt ein Kleid. Es, also demnach sollte es eine Frau sein. Und sonst, wie war euer Tag denn so? Vor allen Dingen, ich messe hier alles nieder, kein Arsch interessiert. Daumen hoch. Babe Victor! Scheiße. Primelarbeit und Scheiße, okay. Wieso war dein Tag scheiße, Jane? Babe Victor! Worum geht's hier? Der Totenbeschwörer hatte mich nicht über die Folgen meiner Wiederbelebung aufgeklärt. In meiner Hast fragte ich allerdings auch nicht danach. War sein Geschenk ein Fluch? Ich wollte bei den Säulen Antwort suchen. Ja, wieder die Säulen. Ja, da sind wir ja auf dem Weg hin. Ja, da war Ziegenstuhl. Ziegenstuhl? Ziegenstuhl? Ey, ich finde... Ich will den auslutschen. Klingt zwar falsch, aber... Doch, da kommt noch so einer. Da komm her, du Hayopai. Hey, Victor! Der ruft zwar Hey, Victor, aber ich verstehe immer was anderes. Ich habe als Kind immer was anderes verstanden. Ich muss kurz treffen. Hilfe, er wirft mit Tampons. Hörst du auch mit deinen Binden so werfen? Ich verliere kein Blut, höchstens du. Ja. Du hast die Ehre, so sterben. Hey, ja. Ja, so ungefähr. So ungefähr, Kulex, so ungefähr. Ich mach mal meinen auf. Ihr dürft ja eigentlich schon als Vampir ins Wasser, so springen wir. Als Vampir ins Wasser, so springen wir relativ unklug. Es gab ja auch noch, welches habe ich gern gespielt? The Legend of Kane. Defense. Ja. Defense, Soul Reaver 1, 2 oder Defense. Soul Reaver war nicht wirklich so meins. Bei mir, egal, es kam Kane vor. Hey, Victor! Oh Gott, er ist ein bisschen mehr gepanzert. Wenn das Tageslicht das Dunkel der Nacht vertreibt, schwindet die Macht der Vampire. Die Säulen von Nosgoth. Selbst als ich noch lebte, hat mich ein Anblick selten so bewegt. Es wunderte mich, dass eine solche Schönheit in unserer sterbenden Welt zu finden war. Ja. Säulen. Die Säulen der Menschheit. Dann würde ich mal sagen, gehen wir mal dahin. Da sollten wir uns ja treffen mit irgendwem. Na, du fließt kurz allein. Oh, guck mal, wir sind bei den Säulen. So ein Zufall. Ach, die
Nupraptor, dein Wahnsinn hat unsere Träume zunichte gemacht und dich geblendet. Weiche von mir, oder ich schicke dich umgehend in die Hölle zurück, Geist. Ich fürchte nichts mehr, Vampir. Ich bin nur noch ein Schatten meiner selbst. Ariel, das Gleichgewicht des Kreises der Neun. Allerdings habe ich die Antworten, nach denen du suchst. Ich suche nur Heilung. Gegen den Tod gibt es kein Mittel. Erlösung ist jedoch möglich. Dazu musst du den Zauber brechen, der auf Nosgoth liegt. Nur so kann Frieden geschaffen werden. Die neuen Wahrer der Hoffnung hatten geschworen, ihre Macht zur Rettung der Welt einzusetzen. Diese Säulen sind nun von einem Verräter gefährdet worden. Der von dieser Bestie an mir begangene Mord hat meinen geliebten Nupraptor in den Wahnsinn getrieben. Nun verbreitet er im Kreis Elend und Schmerz. Dadurch wird Nosgoth in seinen Grundfesten erschüttert. Das Gleichgewicht muss wiederhergestellt werden. Die Säulen von Nosgoth müssen wieder gefestigt werden. Mich kümmert nicht das Schicksal dieser Welt. Aber dein eigenes, Kain. Hüte dich vor dem Unausgesprochenen. Nupraptor hat in seiner blinden Rachelust gedroht, Nosgoth zu zerstören. Jedes Mitglied des Kreises war an die Säule gefesselt, der es diente. Die Säulen spiegelten den Geisteszustand ihrer Diener wider. Als die Geister des Kreises immer schwächer und schwachsinniger wurden, fielen die Säulen schließlich in sich zusammen. Um sie wieder aufzurichten, mussten die Mitglieder des Kreises sterben und das Artefakt, durch das sie an die Säule gebunden waren, zurückgegeben werden. Erst wenn alle Säulen zerstört wären, würde mein Fluch aufgehoben, sagte Ariel. Und okay. So begann meine Jagd auf Nupraptor. Okay, Internet um Resi 6 weiter zu spielen, das ist echt scheiße. Und wenn, ja, ich kenne das ja, wenn einige Dinge nicht funktionieren, wie sie sollten. Wir sind ja auch erst vorm Stream noch rumgegeistert. Ich wollte es gerade schreiben. Wegen unserem Auto. Weil hinten, passt auf, richtig geile Story. Richtig geil. Also da habe ich mich an den Kopf gepackt und dachte mir, jo, jetzt fährst du nach Gelsenkirchen und haust den Leuten, die uns das Auto verkauft haben, auf die Nase. Auf die Schnauze, aber bitte mit richtig mit Anlauf. Wir haben uns ja vor vorletzten Winter, haben wir uns einen Dacia Sandero geholt. Mit der Begründung, es wird Kfz fertig, also Kraftfahrzeug tüchtig gemacht, TÜV fertig, neue Reifen etc. Heute waren wir bei ATU, weil ein Reifen von uns halt platt war. Ein bisschen, ja. Dachten, lassen wir mal rüberschauen, checken alles, ne? Nachgucken halt, ne? Bevor ein Reifen platzt, ne? Lässt man es checken. Ja. Und dann kommen die an, geben uns einen Kostenvoreinschlag in die Hand und sagen, ihre Reifen sind 11 Jahre alt. Moment. Die haben gesagt, die Reifen werden neue draufgezogen. Und heute kriege ich zu hören von ATU, yo, Digga, deine Reifen sind 11 Jahre alt. GG. Und ich weiß haargenau, was Cats Mutter morgen sagen wird. Die wird den Kaufvertrag garantiert sehen wollen. Weil das müsst ihr eigentlich in den Ding drin stehen, so nach Motto, jo, da neue Reifen, alles schriftlich festgehalten. Mhm. Und Co. Und jetzt kommt's, ich wette mit euch, es wird eine Reise nach Gelsenkirchen geben. Ja. Ich tippe da zu 100% drauf, dass es eine Reise nach Gelsenkirchen geben wird. Und da wird meine Mutter denen wahrscheinlich ihren Arsch aufreißen, weil auf dem Ding stand. Die Säule der Dimension. Danke. Geschützt von Azimut, der Herrin der Dimensionen. Ja, Herr der Dimension. Okay. Vierfach. Darf ich? Ich kenne mich mit Autos hier aus. Vierfach? Achtfach? Keine Ahnung. Das wissen sie jetzt nicht. Vorhin meinten die jetzt noch, das sind Allwetterreifen.
Wir gucken auf Reifen drauf, ne? Steht da drauf Winterreifen, ja geil. Ja, vor allen Dingen, als wir das Auto gekauft haben, hieß es ja, ja. Er hat zumindest mit meinem Bruder so ausgemacht. Der Kfz-Meister ist. Ja. Was ein Zufall. Der war ja auch bei der Probefahrt und beim Kauf dabei. Mhm. Weil ich jetzt nicht der Allerweltexperte bin, was Autos angeht. Dann haben wir halt eben geguckt, ne? Hat er den ausgemacht? Ja, es war Winter sozusagen, aber wir wollten halt eben Wetterreifen haben. Und das haben die auch gesagt, ja, dass sie halt eben das wechseln werden. Haben sie ja natürlich nicht gemacht. Ne? Und ich bin der festen Annahme. Okay, was ist das? Als Fledermaus kann ich ohne Mühe große Entfernungen zurücklegen. Ganz Nosgord ist mir damit zugänglich. Okay, ich kann mich jetzt in eine Fledermaus verwandeln. Jo. Ich weiß nicht genau, wo bei uns jetzt dann Ja, ich glaube, die sind bei uns im Flur deiner. Ja, im Flur sind wir. Hey, Victor! Ja, ich sag dir, deine Mutter wird morgen passen. Okay. Wir haben gemacht. Ja, 11 Jahre alt. Ich wette mit euch, die haben einfach nur gedacht, komm, wir machen das Auto ein bisschen hübsch. Kfz, also beziehungsweise hübsch für die Nacht bricht herein. Und mit ihr gewinnen die Vampire an Kraft. Natürlich bin ich leise, weil ich weiter weg bin. Ich wette mit euch, die haben gedacht so, komm, wir machen das Auto ein bisschen hübsch. So nach dem Motto, damit es über den TÜV kommt. TÜV fertig halt. Ja. Mehr nicht. Und ich glaube, das hat ein dickes Nachspiel. Vor allen Dingen, mein Bruder ist ja wie gesagt Kfz-Meister. Er hat Ahnung von Autos und Co. Der hat sowas schon öfters gemacht. Und er hat auch alles angeguckt und hast nicht gesehen. Also er hat gesagt, das Auto ist für den Preis nicht schlecht. Testfahrt war ja auch gut. Hier steht ein Auto vor der Tür. Hier steht ein Auto vor der Tür. Die Testfahrt war ja auch super. Er ist ja auch gefahren. Ja. Also wie gesagt, das da drüben in Gelsenkirchen, das waren nur Arschlöcher. Also wie gesagt, ich werde morgen garantiert, wenn du bei deiner Mutter bist, eine Nachricht kriegen. Das ist das Lustige, dass die uns verkauft haben, die Reifen, oder gesagt haben, das sind Allwetterreifen. Winterreifen. Das waren Winterreifen und keine Allwetterreifen. So, ich glaube, jetzt bin ich in einem dieser Dungeons, von denen ich gerade geredet habe. Ah. Jetzt dürfen wir jede Menge zahlen für normale Reifen. Ja, was haben die gesagt, würde es kosten? 195? 195. Ich habe kostet 195. Heidi Klum, geh mir aus dem Weg. Ach nein, die Klum. Gott, wer ruft hier Scheiße? Also drei Reifen. Alles durch und die schreien hier Help me. Das Geile ist, ich sehe hier unten in der Ecke nichts. Ah. Au, oh. Der war da unten in der Ecke versteckt. Ich weiß nur, bei Bloodborne 2, desto mehr Blut du getrunken hast, desto mehr Lebensenergie hast du bekommen. Ja, hier läuft das über diese Ampullen. Zwar werden Vampire vom Tageslicht geschwächt, magisches Licht kann jedoch auf vielfache Art und Weise eingesetzt werden. Magisches Licht. Ich glaube, das war relativ praktisch. Dann haben wir wenigstens mal ein bisschen Licht hier in der Bude. Nee, das war's Peitsche. Nicht. Ja, Peitsche. Von diesem. Nur wissen wir, wie man es einsetzt, ne? Zwar werden Vampire. Licht.
Licht. Ja, ich müsste das... Irgendwie weiß ich, dass das Symbol da unten in der Leiste sein musste. Ah, das ist die Karte. Das finde ich schon mal schön. Okay, das ist die Karte. Wow. Gehe ich hier raus? Nö. So verwandle ich mich in eine Fledermaus. Darauf habe ich aber jetzt null Just. Alter, das will ich nicht. Ja, es dreht sich nur ums Prinzip. Es heißt Allwetterreifen und nicht direkt Winterreifen. Ja. Und vor allen Dingen, dass sie dann meinten, so, ja, hier, ein Zahnriemen gehört nicht zum Motor. Weißt du, uns, ja, ist nach, klar. Uns ist nach einer gewissen Zeit der Zahnriemen kaputt gerissen. Es ist zum Glück kein größerer Motorschaden geworden. Sonst aber hätten halt den Auto direkt wieder zurückgegeben. Wie komme ich jetzt hier raus? Hallo, Spiel? Ah. So, jetzt habe ich noch die Kreistaste. Da passiert nichts. Irgendwie muss ich das auswählen. Muss ich das in die Mitte packen? Licht. Zwar werden Vampire vom Tageslicht. Ja, schön, aber ich will es ausrüsten. Licht. Das Licht. Ja, Licht. Licht. Ich will es ausrüsten. Licht, 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 Licht. Ja, ich gucke jetzt erstmal. Ich habe jetzt keinen Bock, hier 10 Stunden so halt rumzusuchen. Oder ist das eine der oberen Tasten? Ah. Die Frage ist, wie. Wendest du jetzt ein anderes Zeug an? Ja, gute Frage. Stell die nächste. Mana. Kreuz vielleicht? Nö. Nö. Die Steuerung ist doch ein bisschen anders als auf PlayStation 1. Hm. Ich glaube, ich weiß nicht, wie den Controller da Knüppelchen da macht. Weil das Ganze bei PlayStation 1 nicht. Die Knüppelchen gab es schon, aber nö. Ja, aber ich brauche wieder als Heil. Das Doofe ist, ich denke mal, ja, ich brauche das Licht hier. Ich muss herausfinden, wie das geht. Sonst sehe ich hier die Hand vor Augen nicht. Vor allen Dingen finde ich es interessant, dass der Stream bei euch heller ist als das, was ich jetzt sehe. Nicht wirklich, ne? So, ich brauche dieses magische Licht. Ich brauche Licht in der Bude. Musst du da irgendwie Punkte eingeben oder was auch immer? Ich weiß es nicht. Nein, also ich habe hier... Ihr vielleicht irgendwie eine Ahnung. Steuerung! Das kann ich ein auswählen. Okay. Also ich finde, es ist echt. Ja, deswegen. Ich brauche ja diesen. Diesen Lichtpinunzer, aber ich kann die nicht auswählen. Ah! Ernsthaft? Was ist raus? Darf ich aufhören zu googeln? Gut. Und was war? Wie hast du es gemacht? Ich konnte nicht da in die Mitte, ne? Weil in der Mitte leer ist. Ja, natürlich. Alter. So, jetzt nur noch herausfinden, wie man zaubert. Wenn der Bildschirm weggehen würde. Ja, Jane, das Spiel ist auch relativ dunkel. Das lässt sich leider nicht vermeiden. Bildschirm, geh weg! Wenn ihr das hören würdet, ich drücke hier auf alle Tasten, das will nicht weggehen. Warte mal, eine der anderen Tasten. Wie wär's einfach, wenn ich X drücke? So, wie zauber ich? Wie zauber ich jetzt? Nein. Da attackiere ich.
Also. Zoomen wir? Die haben es ja schon ausgewählt da unten. Ja, ich guck gerade nur, wie ich zauber. Das ist die Karte. Das wird ein bisschen länger dauern. So, zoome ich. Das ist der andere Gedönselzauber. Das ist Fledermaus, das ist Angriff. Ha. Jung, die Zaubertaste, welche ist es? Ah, X. Wow. Ah, aua. Komm, nuckel ich dich jetzt aus, Strafe. Ich drück einfach wahllos Knöpfe. Okay, den brauche ich jetzt nicht unbedingt. Okay. Heidi Klum rennt euch weg. Na, mein Hübscher, hängst du schon länger hier? Warte ab, ich erlöse dich von deinem Leid. Oh Gott, der hatte so viel Fettsäure. Ach, deswegen müssen wir uns immer auf unser Kalorien und Co. achten. Verstehe. Ich habe ihn doch nur mit dem Schwert gekitzelt. Uah. Wie können wir das machen? Boing, boing, boing. Ich hoffe, du hast auf deine Ernährung geachtet, Boy. Oh, please. Ich geh das mal ein. Na, der hätte ein paar Proteine gebraucht. Oh, please. Help me, kind sir. Die Zauber hier sind sehr, sehr schön. Uah. So, ich muss noch was erledigen. Hilft man. Bis dann, Ani, und viel Spaß. Okay, viel Spaß noch. Ich hoffe, nicht so viel Frickelarbeit wieder. Ich werde nochmal noch so viel Frickelarbeit. Der ist explodiert. Und dann seine Gedärme sind so an, die denken sich, ein Skelett hat keine Gedärme. Ja, weißt du, ob die nicht noch irgendeine Seele haben? Vielleicht haben die noch ein bisschen kalt. Das ist so. Das ist hier voll ins Gesicht. Alter, ist das verrollen? Hallo? Alter, neben sie. Ist wieder explodiert. Ja, Skelette machen ja noch so viel Schaden. Noch nicht. Schön, dass sie hier so läuft. Du, ich hab mir wehgetan. Ich brauche mein Pflaster. Schon wieder. Au. Ich schieb direkt. Ich hab gerade Oh, guck mal, da ist ein Tisch. Oh, please. Help me, kind sir. Help me, kind sir. Sorry, ich bin dir nicht reingerutscht. Oh, please. Help me, kind sir. Keine Ahnung. Alles in Deutsch, aber dann help me, time, so. Also war das nicht auch einer von den, Ja.
Kollegen von uns? Oh, please. Oh, Soul Reaver 1? Ich meine, die hieß eben Raziel oder sonst irgendwas. Raziel? Nein, nicht Raziel. Einer mit Z. Ich höre jemand weinen. Aber ich glaube, ich meine mich zu erinnern, es gab später noch Zauber, wo man die einen auch geheilt haben. Also ich, ja okay, ich weiß jetzt noch relativ wenig von dem Spiel. Was ist denn hier drüben? Das war knapp. Okay, ist nichts mehr. Einfach den Kugel hinterher. Oder auch nicht. Alter. Oh, ich bin ja schon halb tot. Okay, den Zauber haben wir. Wir können Licht machen. Ich gehe auf Devinat. Da finde ich mehr darüber. Meine Energie ist Half-Life und gib mir mal ein bisschen Ketchup. So, wo bin ich denn hier? Da war der Teleporter. Alles klar. Da war der Teleporter, also muss ich links weiter runter. Ja, ich würde gern wieder zurück. Danke. Und hier rennt noch irgend so ein Körperklaus. Hey, Victor! Ja, ich verstehe immer noch. Loading. Oh Gott, der Tampon schmeißt es weg. Hey, Victor! Mach auf deine Tampons nach mir so schmeißen, die will keiner. Alter, du lebst ja immer noch. Okay, ich treffe auch nicht. Hey, Victor! So, schlafen wirst du ausgenuckelt. So ein alter Daumen. Was steht denn hier? Und zum Wiederziegenstuhl. Oh, Wolfi. Das klang eher wie ein Löwe. Was steht da? Nachtholm? Achtholm? Nachtholm? Nachtholm. Nacht. Neid. Nachtholm. Da ist eine Höhle. Ja, ich denke mal, ich muss nicht. Ich will ganz hier nicht mich selber. Watchen. Das ist geil. Schön für dich. Wir machen mal ein bisschen Licht, ne? Erstmal das Wichtigste, das Grundlegendste. Weil ich glaube, das Symbol sagt uns, wir können uns demnächst in einen Werwolf verwandeln. Finde ich schon mal richtig geil wieder. Werwolf. Als Vampir. Ja. Alles klar. Was denn? Da Parzu. Der Parzetu, oder wie man heißt. Nosferatu. Nein, der heißt wirklich Parazetu. Der hat richtig gute Bilder und der weiß wenigstens, wie die heißen. Alles klar. Mal gucken, vielleicht finde ich das Bild nochmal. Nö, hier ist nichts mehr. Geil, ich kann mich demnächst in Wolfi verwandeln. Wölfe haben auch einen geringen Vorteil, da kann man auch mal ein paar Steinchen mehr verschieben. Okay. Was ist hier passiert? Ah, hier ist es ja schon. Wolfsgestalt ermöglicht mir, mich blitzschnell zu bewegen und über jedes Hindernis zu springen.
Allerdings bringt diese Erscheinungsform eine besondere Art von Hunger und Raserei mit sich. Ja, ganz einfach, kurz gefasst, wir werden wild und tollwütig. Nein, ich wollte nicht töten. Ich wollte ihn nicht töten. Muss ich den Schalter umlegen? Was ist der Schalter hier? Ich treffe den nicht. Als Wolf zu spielen ist gar nicht so leicht. Oh, bin draußen. Kann ich nicht jetzt hier hoch? Ja, kann ich. Kann ich auch wieder Wasser spielen? Nein! Ich, beziehungsweise mich zurückverwandeln. Danke! Danke, Spiel. Nö. Ich weiß, es gab auch bestimmte Höhlen, da konnte ich nur nachts rein. Und hier muss ich wieder als Wolfi rumrennen. Au! Hast du auch mit deiner Latte zuzuhauen? Das tut weh. Eventuell sehen wir gleich die erste Amtshandlung von Heart of Darkness. Alter, ich treffe den Kümmel nicht. Oh. Mir geht der Ketchup aus. Halleluja, noch Ketchup gekriegt. So, okay, jetzt gucke ich anders. Oh Gott, ein Schlag, ich bin weg. Nein! Oh Gott, gib mir einer Blut, gib mir einer Blut, gib mir einer Ketchup. Mein rasend Herz. Geiler Beat. Kann ich mich hier nicht erholen? Bin ich. Bin eh fast tot. Ach, okay, waren noch fünf. Ich nehme es zurück. So, jetzt kann ich endlich mal wieder weiter gucken. Ja, meine Ampulle ist fast leer.
Nee. Mangels an Ketchup. Hier, die Höhle hatten wir doch schon mit dem Wolf. The Heart of Darkness. Ja, du bist gerade gestorben. Zählt das schon als Död? Eins? Nein, ich bin wieder auferstanden. Nein. Hab ich nicht. Hat du etwa gerade jemanden? Ich bin selber ein Hund. Alter! Da hoch! Leck es doch vom Boden ab, du Schlumpf. Na toll, da lang. Ein paar willige Dorfbewohner, die sich aussaugen lassen. Irgendwas. Stimmt, als du Staff oder wie du hieß, hast du ja schon alle umgebracht. Das stimmt. Ja, Tamponschmeißer. Ja, zwei Tamponschmeißer. Ganz großes Team. Dabei! Ja, ich kann immer so schlecht einschätzen, wann. Ein Schwung zu viel, ne? Oh, mein Ketchup hier wieder auffüllen. Gut als Periodensoße. Outlast, Periodensoße. Ja, aber Kevin wird jetzt ganz hier keine Periodensoße aufnehmen. Oh, mir geht schon wieder besser. Kann ich nicht irgendwie... Nein. Nein, wie war das? Ja, sie verpuffen. Reicht doch. Leg dich nicht mit dem Vampir an. Hey, Victor! Ja, ich, die Konditionsabfrage in diesem Spiel ist etwas fragwürdig. War ich da schon drin? Okay, da in den Bums war ich noch nicht. Oh, hier ist nur ein Safe Portal Ding Raum. Das ist gar nichts. Ja, immerhin bin ich hier sicher. Jetzt habe ich wieder voll live. Die Tage gehen hier kurioserweise sehr schnell. Ja, gerade eben angefangen, schon 4 Tage vorbei. 6 Tage und 21 Stunden. So lange sitzt du schon in diesem Spiel? Schäme dich. Und wenn ich so auf meine Streamzeit gucke, sind wir erst 1:05 dabei. Also irgendwas stimmt hier. Ah ne, hier geht's rein. Guck mal. Guck mal hier. Guck mal schau, guck mal hier. Gucken Sie hier, gucken Sie da. Ah, der Zauber ist geil, den liebe ich. An den kann ich mich sogar noch erinnern. Habt ihr Gummiarme? Kann ich mich ja auch noch erinnern, die waren ätzend.
Blitz ist magische Energie in ihrer Urform. Ein verheerender Zauber, aber sehr mächtig. Mhm. Der Dungeon hat ja einiges zu bieten, ne? Es geht. Ist jetzt Daddy jetzt die Tür zu? Dann muss, um später wieder rauszukommen, einmal komplett rum. Ja, ich muss einmal komplett rum. Jetzt muss ich das erstmal wieder equipen. Ja. Entschuldigung. Zuflucht. Das ist keine Zuflucht. Das ist Blitzzauber. Damit mache ich Leuten Elektrizität und dann Pappes. Alles klar. Wie geht das? Okay, oh, die richtige. Mana. Die blaue Leiste ganz rechts. Unten. Also haben wir noch gleich ein bisschen. Okay, hier ist keiner mehr. The stage is clear. Eigentlich Zoom. Ach, jetzt schießt du schräg, ne? Geschossen. Yes. Oh, wir sind Game Over, bitte. The Heart of Darkness. The Heart of Darkness. Da braucht er nur noch einen. Hört doch mal auf zu schießen, ihr kleinen eindeutig mehr Mana. So. Da war es nur noch einer. Ja, das sind so meine Hassgegner in diesem Spiel. Es wäre noch schon mal geguckt. Nein! Mal kurz warten, bis mein Mana ein bisschen sich erholt hat. Die Scheiße lädt sich ziemlich langsam auf. Und ich muss ziemlich warten. Und? Ist doch egal. Blut fast leer. Mana leer. Was kann noch kommen? Keine Bilder mehr, ich bin da. Was? Bull frisst. Jetzt zum Beispiel. Wir brauchen drei mehr. Ein bisschen heller machen, Zauber hier. Ja. Weil irgendwo muss ein Schatz. Daumen, oder? Da ist so ein Durchgang, andere Seite. Nein. Siehst du eine Wand da, die Platte? Ich habe die Vermutung. Ja.
Blut, ne? Okay. Hat hier einer Sex oder was ist hier los? Da steht wohl einer auf Fesseln. Kleine perverse Sau. Warum stehst du drauf? Das ist mein Element. Willst du die Zähne sehen, wie sie sind? Nein, nein, ich höre schon auf. Na, das ist die Zeit der Grenze dann. Brauchen wir ein bisschen Licht hier? Nee, ich bin ein bisschen arg dunkel. Ich geh mal da drüben gucken. Obwohl. Ne, da gibt's kein Weiterkommen. Da kam ich her. Ich müsste einmal hier rum. Ja. Schalter. Jetzt nur die Frage, welcher ist der richtige Schalter? Ich glaube, die toten Köpfe in eine Richtung gehen. Der hier. Nicht. Ich dachte, weil die ganzen Totenköpfe in einer Richtung. Den hatte ich schon an da hinten, ne? Ah! Die also goldene. Beide Totenköpfe, die da anfangen. Die goldene Mitte. The Heart of Darkness. Eigentlich, solange ich noch die Herzen der Dunkelheit habe, ich weiß nicht, ob das Sterben gilt. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Darf ich jetzt raus aus diesem Höllenloch? Wo ist der Schalter? Hey, Victus. Lasst mich in Ruhe, ich will nicht nochmal mit euch spielen. Geht weg. Ihr seid scheiße. Bei Bossen ist dieser Zauber sehr genial. Toll. Jetzt darf ich wieder Ketchup suchen.
Wieder mal. Komm mal her. Hey, Victor! Trotzdem, wenn man das nicht weiß, hört man immer was anderes raus. Hey, Victor! Lass dein nicht deinen Kollegen ausrutschen. Okay, da geht's nicht weiter. Das sind, ja, Nachtholm. Nachtheim, Nachtholm. Wir gehen jetzt mal weiter. Oh, wohin kommen wir hier? Jetzt sag ich wieder Ziegenstuhl. Nee, jetzt geht's nach Nachtholm. Oh. Ah, guck mal, da hat wieder dein Bautzen. Aua! Oh. Ups. Hast du schon mal einen explodierenden Hund gesehen? Ich jetzt auch. Nur, dass wir jetzt nicht bei Resident Evil sind. Okay, da geht's nicht weiter. Kann ich das hier verschieben? Kann ich das als Wolf verschieben? Wo war das Verzauber? Wo ist denn hier? Nein. Wo war denn hier? Wolfi, da. Ich habe mich geirrt. Gut, dann nicht. Wieso kann ich das nicht schieben? Wieso? Okay, da geht's nicht lang. Was ist denn da für eine Tür? Verstehe das nicht. Da ist eine verschlossene Tür. Führt die in einen Dungeon oder? Ihr seid wieder. Hey, Victor! Der Kollege, der sterben, du bist ausgenommen. Den Dungeon hatte ich durch. Da muss es doch da oben lang gehen. Ich bin irritiert. Wo ist denn noch den Energy? Moment, ich will noch was. Ah, du willst wissen, was der Kampfschrei von Kane halt ist. Also, was er ruft. Ja. Hey, Victor! Ich verstehe zwar immer nur eins, aber das. Ja, er sagt es ja auch, aber ich weiß nicht, was es bedeutet. Für den Sieg oder irgendwie so. Hey, Victor! Kann ich hier hoch? Ah, da ist eine Höhle. Wölfe, lass mich mal in Ruhe. Ich muss mal eben hier zum Tier werden. Kennt ihr noch von den Nomine das Tier in mir? Sehr passend gerade. Ja.
Loading. Repetition. Das Blut von Zeitaltern ist so süß. Trinke aus uns. Ich soll aus dir trinken? Ist das ein Angebot oder eine... Also wenn du sagst, ich soll aus dir trinken, dann trinke ich natürlich gerne, ne? Deine Stärke ist durch unser Blut gewachsen. Alles klar? Okay, also heißt das, deine dein Lebenssaft hat mich stärker gemacht. Klingt ja wie ein Real Life. Bitte was? Es heißt Leiden für Eroberte. Leiden für Eroberte? Ja. Bilden mit Kitty. Renn doch nicht weg, Alter. Ab wie vielen Jahren war dieses Spiel damals? Das würde ich gern wissen. Das kann ich auch nicht. Alter, wolltest du mir gerade eine pfeffern? Das wollte ich. Es tut mir leid. Das gibt es doch nicht. Du bist ja schon wieder da. Und tschüss. Mal gucken, ob es in der Kneipe etwas mehr Tumult gibt. Wow, hier gibt's Leute, die sich wehren. OMG, das kann doch nicht sein. Aua, hörst du auf? Ich will ich will zu blöd zum Treffen. Ist das mal? Ja. Okay, boom. Oh, da sind drei Truppen. Kann ich da das Wolf überspringen? Ja! Wäre mir lieber, aber dann kann ich ja bei der anderen Kneipe auch noch darüber reden. Aus dem Weg, dass Wolfie kommt. Ein Pub. Ich liebe die Sterbeanimation. Ach, hier, guck mal, jetzt rennen die hier als Geister rum. Ja, Geister aus Blut sollte man nicht nehmen. Ich will aber dahin. Ab 18. Ab 18. Dieser Film ist eine deutsche Altersfreigabe. Oder ist in Deutschland ab 18 freigegeben. Es erfolgt eine Identitäts- und Altersprüfung der Zustellung. Okay. Wusste gar nicht, dass der Titel ab 18 war. Scheiße. Ab dann.
sieht so aus. Was ist das denn für ein Symbol? Oh boy, du hast ja so sexy Waffen. Warum darf ich hier keine davon nehmen? Oder hast du hier noch Waffen versteckt? Auf jeden Fall interessant. Kann ich hier vielleicht Licht machen? Oder ich zoome mal ein bisschen näher ran? Kann ich das kaputt machen? Nein, kann ich nicht. Was ist das hier? Muss doch geben. Also ich glaube eher, das Spiel ist ab 16 statt auf 18. Ja. So viel Splatter ist das jetzt hier auch nicht. Zumal wenn ich bedenke, dass die ehemalige Diablo 1 Grafik auf PlayStation 1 genauso aussah. So wie ich sage, komplett unter anderes Spiel. Ja, auch mal ein Spiel, keine Ahnung. Könnte ich unterschreiben. Wo geht's denn? Okay, da geht's weiter raus und da sind noch Häuser, die ich untersuchen könnte. Und da geht's auch lang. Nach oben oder? Ah, da ist eine Höhle. Ich gehe erstmal die Häuser ab. Nochmal zurück in den Bus. Noch ein paar. Wie viele Kneipen haben die hier in dem Dorf? Die müssen doch alle sturzbesoffen sein. Dauerbesoffen. Die können ruhig mehrere haben. Also ich bin jetzt zu ein... Alter, willst du mir eine donnern? Ich. Das sieht aus, als wäre das... Warte. Als wäre das eine Barbie, die man seitlich die Haare abgeschnitten hat. Das sieht aus wie meine eine Barbie von mir. Double kill. Nein! Ich wollte Double kill. Oh. Dies ist wahrscheinlich die grausamste aller Methoden. Hierbei schrumpft der Körper des Opfers in sich zusammen. Knochen und Organe werden zerquetscht, bis der Druck so groß wird, dass die Haut aufplatzt. Dass der Druck so groß wird, dass die Haut aufplatzt. Das klingt ja sehr appetitlich. Also das, was ich da gerade eingesammelt habe, ist wohl einer der grausamsten Zauber. Dass die Organe und Knochen etc. schrumpfen, ne? So sehr, dass die Haut aufplatzt. Du schneist. Er weiß gar nicht, wie geschickt ich kam über Nacht. Du Ferkel! Und warte, war da nicht irgendwas am Bild? Warte. Bitte so selten aus. Ja, kann ich aber nichts machen. Hätte sein können. Nee, fast ist hier auch nicht, dass ich nicht kaputt machen kann. Ich bin da so selten aus, wie so ein kleines geheimes Räumchen. Gehst du mir mal in Energie holen? Ja. Jetzt habe ich Zelle gegoogelt. Karte. Okay, da sind noch drei Häuser. Drei Häuser sind da noch, okay. Da habe ich einen Nachtholm oder wie dieser Bums hier heißt, durch. Aber ich weiß, das Spiel wird noch deutlich schwerer. Spaten Klaus! Spaten Klaus will ich nicht treffen. Zuckt dein Beinchen? Na egal.
macht Spaß, die Leute auszulutschen. Was? Klingt irgendwie falsch. So, wo war das nächste Häuschen? Da ist noch eins und da ist noch eins. Aber ich würde gern... Wo gehe ich jetzt? Da war eine Höhle und dann ging ein Weg nach oben und ein Weg nach... Okay, ihr dürft leben. Wäre ein bisschen grausam, alle in den Schlaf zu ermorden. Ein bisschen? Ich finde das ganz okay. Ich bitte dich auch jedes Mal. Kann ich dir helfen? Ich habe keine Finger, die ich mehr muss machen. Das ist das erste Mal, dass Cat mit Energy aufmachen muss, weil ich keine Finger mehr habe. Hä? Hat diese... Au. Macht die Wasserallergie mir wieder zu schaffen. Okay, in diesem Haus komme ich nicht rein. Okay. Dann gehe ich entweder... Da oben ist eine Höhle, die fand ich recht interessant. Dann geht es einmal da nach links. Da kann ich nur als Wolf hoch. Die Höhle ist allerdings zu... Wenn man keine Fingernägel hat, holt man sich andere Hilfe, ne? Dann gehe ich halt in die Höhle hier. Nein, 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 nein. Ich will mir nicht die Brust. Ich bin doch auf dem Weg. Ja, jetzt sind wir oben. Ich bin an der Wien. Bitte jetzt gleich wieder an. Ja, dass da die Stadt ist, weiß ich. Ich habe die Stadt schon ausgelöst. Kann ich da umspringen als Planer? Du bist so fett. Das Spiel sagt nein. Okay, dann gehe ich halt. Dann gehe ich halt. Steingelecker. Dann gehe ich halt nach da oben. Gehst du nach oben, wird man dich loben. Warte, das war doch der Weg. Ja. Wenn die andere Höhle halt zu ist. Ja, da verstehe ich schon mal. Weil da ein paar Steinchen im Weg lagen. Okay, aber viel zu dick ist noch. Ich kann nicht dafür, ich stand dabei. Okay. Das Blut von Zeitaltern ist so süß. Trinke aus uns. Und nu? Ja, ich will aus dir saufen. Ich will aus dir saufen, Alter, aber... Ah, hier. Regen kann dir nichts anhaben, da unser Blut dich schützt. Regen kann mir nichts anhaben. Also, ich darf endlich wieder duschen. Allein. Moment, heißt das auch, ich darf über Wasser walken? Nein. Definitiv nein. Also heißt es nur im Umkehrschluss, okay, Regen da hat mir nichts. Ich darf wieder in Regen spazieren gehen in Umkehrschluss, okay. Das Wort vor. Wird ja keinen Sinn machen. Zum Beispiel im Blatt oben 2. Okay, jetzt habe ich wieder einen Weg. Da. Incoming? Wie ein Dorf? Oh. Das sieht aber deutlich interessanter aus als das Dorf eben, ne? Ja, aber das, die, wenn ich jetzt so lang gehe, hier ist eine Höhle. Wenn ich jetzt durchs Dorf gehe, mir das Dorf ablute und Co., ne? Mhm. Dann könnte ich eigentlich auch hier rum, und dann hier in die Höhle. Ja, nur nicht vergessen. Da weil da ist, ein, Höhle, da ist eine Tür, die zu ist. Ja, vielleicht kannst du mit dem Wolfi irgendwie auf. Nein, ich weiß, dass es in diesen Spielen auch Türen gibt. Die einfach zu bleiben. Nein, die sich nur bei Vollmond oder sonst... Ich kann ja auch jetzt Käse reden, aber ich weiß, es gibt, glaube ich, Türen, die öffnen sich nur zu Vollmond oder sonst irgendwas. Okay, das war's jetzt. Der Ort Steinchenkroh war genauso berüchtigt wie seine Bewohner. Zu Lebzeiten hätte ich diesen Ort nie betreten. Im Tod kann ich den Geruch hier noch verstärken. Hey! Runter! Katzenbord wieder scheiße. Nein, ich will das nicht nochmal!
werden. Und ab dafür. Was wollt ihr denn? Double Bitch Slap? Ich glaube, sie tanzen. Kibum. Ich konnte ja noch rocken. Ferkel! Zehn Meter vor mir holt die Frau. Also, du bist ja immer noch. Moment. So. Ich glaube, das ist ein Puff. Ach ja, was ich auch mal sagen wollte. Ich bin ja heute Nacht ein bisschen länger wach geblieben, ne? Was ich ganz seltsam fand, war die ganze Zeit extrem heiß. Also, dass ich auch ohne Decke halt eben gepennt habe, ne? Ja. Und urplötzlich arschkalt. Vor allen Dingen finde ich es interessant, die kann die Oma halt umsemsen, ne? Die in ihrem Bett pennen. Ich kann sie in die Vorhaut. Alter, lass mich schlafen. Wenn die aufwachen, haben sie bestimmt Spaß. Ja, die müssen erstmal 3 Monate nicht mehr zum Friseur. Egal. Du hast eine neue Frisur und steht's mir? Nee, du hast Glatze. Der hat mehr als eine Glatze, das glaubt man. Okay. Hey, Victor! Der lacht keine Brocken, der lacht, ja. Hey, Victor! Den kriegt der relativ spät, glaube ich, erst. Der kriegt den schon in diesem Teil. Den hat er, das ist ja, sage ich jetzt mal, die Grundgeschichte, ne? Und in den folgenden Teilen hat er ja seinen Soul Reaver schon. Bordell. Wir gucken einfach mal. Also nach dem Bild da so urteilen, ne? Das ist gut. Das ist ein echtes gutes Bild, das es wirklich gibt, Schatz. Okay. Loot? Loot. Was wurde hier veranstaltet? Ich glaube, selbst als Vampir würde man sich das fragen. Bist du die Domina von diesem Bums? Was für SM-Spiele wurden hier getrieben? Ich glaube, wenn du als normaler Vampir dann irgendwo da reinkommst, dann sieht es so aus. Nee, wahrscheinlich. Hier gab es nur den SM-Club da hinten. Bisschen Loot, aber das war's auch schon. Okay, habe ich zumindest hier auch schon mal im Bordell gesehen. Oh nein, ich habe es nicht auf die Kasse geschmissen, ich habe es direkt vor ihr hingepackt. Vor allen Dingen fiel mir gerade, ist mir nie aufgefallen, dass das Spiel hier so ein Bordell hat. Du warst jung. Du warst... Damals habe ich wohl... Naja, unschuldig war es ja nicht wirklich, wa? Alter, hört ihr mir auf, mal Backpfeifen zu geben? Sonst gibt's hier Sänge. Sänge? Ja, hier Sänge. Oh!
erstmal mit sparen. Du hast auch nicht so viel. Ich habe nur Sänge gegeben und das ist so vor Freude explodiert. Ich merk schon. Ich weiß nicht, vielleicht komme ich da wieder als Körnerchen drüber. Boah, die Frau ist so behaart, die gibt einen Werwolf eine Backpfeife. Kann ich hier kaputt machen? Nein. Das heißt, ich muss mich wieder als Wolf verwandeln und dann wieder rüberhoppen. Der schlimme Anwerfwurf ist immer noch. Ich glaube, Kane hat eine sehr gute Hygiene. Ich würde schon sagen, es heißt Kane, nicht Kane. Ja, ich bin immer so, ich will... Oder Coin. Das heißt ja auch nicht Kane. Das ist... Die Bastarde von Steinchen Kroh meiden mich ebenso wie Nascott sie meidet. Ich weiß, was es heißt, ein Außenseiter zu sein, Vampir. Ich fürchte dich nicht. Vergiss aber eines nicht. Es werden noch mehr von dir sprechen, wenn du nur weißt, wie du auftreten musst. Was wird's? Es werden noch mehr von mir sprechen, wenn ich weiß, wie ich auftreten muss. So, was war jetzt der Plan? Die Höhle, ne? Ja, das habe ich. Alter. Andere lachen Brocken und der lacht. Ja. So. So, wo war das jetzt? Hier ging es nur wieder zurück zum Le Dürfli. Ja. Da ist die Höhle, dann kann ich auch da rum. Wo ging es hier? Da kann ich hochhoppen, da war die Höhle zu und dann da. Okay. Mal gucken, was wir da finden. Ja, in den Höhlen findet man meistens entweder Zauber oder irgendwelche Sachen, die einem helfen. Ah. Das sind diese Dungeons, die man dafür durchmachen muss. Ja. Irgendwas gibt's hier. Ich würde einen nehmen und einen überleben lassen, falls man hier zurückkommt. Ne? Dann kannst du immer noch von dem nehmen. Alter, du hast Glück. Chantal, heul leise, du hast Glück gehabt, ich saug dich später aus. Alter, was ist das? Moment mal, ich muss mal auf die Karte. Oder muss ich da teleportieren von A nach B? Kannst du dich da draufstellen und teleportieren? Nee. Ich check's grad nicht, ich check's grad nicht. Ich kann das immer das alles nicht töten. Oder angreifen. Geht nicht. Da bin ich erstmal wieder raus. Okay. Chantal, du hast verloren. Sicher geht vor. Also ich. Du weißt, was ich meine. Sicher geht vor. Ah! Boxt er mich da wieder rein? Ich fass es nicht. Was bist du denn für ein Pimmel? Ein Pimmelpin, ja? Guck mal, jetzt habe ich schon wieder. Ja, die sind jetzt Geister, die darf ich nicht mehr aussaugen. Achso, schade.
Das haben die wenigstens gut übernommen. Das Blut von Toten soll man nicht trinken. Hier. Groß Neues. So, dann ging es hier rum, dann gehe ich jetzt da oben lang. Ja. Wir können auch weiter hier reingehen, aber da brauchst du ja auch einen Weg. Hier gibt es so viele Wege, das ist es ja gerade. Hey, Victor! Vorsicht, der hat Herzschmerz. Echt? Siehst du doch. Oh, da hätte ich die nicht umnieten sollen. Hm. Oh. Ja, an den Bums komme ich noch nicht ran. Nein! Die Zigeuner. Sie setzen Misstrauen und Aberglauben in die Welt. Ein Großteil ihres Geredes sollte nicht ernst genommen werden, da sie oft nur mit müden Reisenden ihr Spiel treiben. Manche Zigeuner haben allerdings Interessantes zu berichten. Das sind Zigeuner. Rumänias! Nachmittagssnack. Ist doch ein Fass, wieso kann ich das nicht? Ist ein Rumfass. Rumänisches. Ist besser als andere. Ich hätte jetzt ein der ist schon wieder da. Tamponschmeißer. Super Winden. Extra saugstark, wa? Das Zelt hier unten war ich. Was ist... Alter! Business-Ball, Boy! Oh. Oh. Also mein Schwert hat ja eine Reichweite, ne? Okay, hier ist nichts Interessantes. Ich glaube, mehr, weniger. Also der, damals zumindest. Ich hab nicht was von mir. Alter, der ist schon wieder. Aber trotzdem alles erforschen. Keine Ahnung, ist nichts. Ja, aber ich kann nichts machen. Also ich kann mit nichts interagieren. Das ist also ein Stück Brot oder... Oh, lecker Strudel. Ja, wir haben heute auch noch nichts Richtiges gegessen. Oh. Wer sagt, das war ein Kissen, mein Gott. Ich dachte, da liegt einer. Und nicht, die eine Grafik sah dann aus wie das Kissen da oben, ne? Da habe ich gedacht, was ist das? Das sah aus wie so ein Kind in irgendwie Leinen oder so gewickelt. Ich habe erst gedacht, da liegt einer am Boden. Hey, Victor! Tada! Ah. Was immer das war. Manchmal ist es günstig, sich als Mensch zu verkleiden. Das ist ungefährlicher und man erhält mehr Informationen. Allerdings ist diese Täuschung nicht von Dauer. Jeder Angriff kann die Wirkung des Spruchs aufheben. Ich kann mich jetzt als Mensch verwandeln. Ah ja. Ich glaube, das habe ich aber nie genutzt. So. Euch will dein Glied. Ich muss mal hinbekommen. Hier ist die nächste Stadt. Wenn du weiter runtergegangen bist, obwohl da konntest du ja gar nicht mehr, war da noch eine Stadt. Also ja, nicht Stadt, sondern einen anderen Weg. Weil da ging es noch einen Weg rechts ab. Hier? Nein, da wo die Karte vorher war. Das Schlagzielmechanismus ist in dem Spiel jetzt. Ich glaube, das ist das schwerer Leben hier. Da war noch ein... Ja, der hier.
Na, ich geh erstmal hungern. Aha, die sind despawned. Und gleich muss ich irgendwie wieder. Pass auf. Dann schwingst du in den. Hey, Victor! Alter! Ah! Ich geh durch die Tür, ja? Meine Energie. Oh, hallo. Du hast doch nichts dagegen, Bruder. Sind das Drogen, oder? Ich hätte es wieder nötig. Ja, Moment. Chantal, gingst du mit dem Messer auf mich los? Okay, ist doch ein bisschen größer, das Häuslein. So klein ist auch so. Schön, dass du nicht so einen roten Teppich hast, dann sieht keiner die Blutflecken. Alter, Stoke! Okay, aber schönes Bett. Was haben wir hier drin? Oh. Oh! Manchmal kann ich mit meiner magischen Energie sogar die Zeit manipulieren. Ich kann sie verlangsamen, damit ich schnell wie ein Wolf bin, während andere sich bewegen, als ob sie im Sumpf stecken. Also sprich, ich kann die Zeit anhalten. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe damals viel zu wenig die Zauber und alles benutzt. Ich weiß es auch ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ah, du warst ja immer noch da. Ah, ihr seid ja zu zweit. Mit einem lege ich mich gern an von euch. Hey, Victor! Nein, nicht wieder. Und das ganze Spiel von euch. Das ist doch nicht wahr. Ich sag so, die Steuerung ist ein ganz anderes Zeltalter für mich. Aber unsere Blutler. Ernsthaft. Ja, wenn du irgendwo reingehst, wieder rausgehst. Wie Dark Souls. Wenn du dich ans Lagerfeuer sitzt. Leuchtfeuer. Ja, manche. Nee. Oh, der hat seine Haut verloren. Tut mir aber nicht leid. Hey, Victor! Ich sag doch, die müssen jetzt dauerbesoffen sein, oder? Die trinken halt einfach sehr viel. Eigentlich müsste ich nur noch eine Spur aus Tod und Verderben hinter mir herziehen. Ja. Ich nehme den hier. Ich bin nicht unterm Bett, ich bin hinterm Bett. Hier gab es nur welche zum Auslutschen. Nichts Besonderes. Er hat Auslutschen gesagt. Ja, hab ich. Max, was hat sie jemand auslutschen? Oh Gott, nicht du schon wieder. Nee. Kitten Bitters. Sotz. Ah, dich lass ich mal in Ruhe. Ich geh erstmal nicht nach. Oder ins Häusle. Ins der Häusle? Oi. Ich glaube, da vorne ist eine Falle. Das ist so eine Truhe. Wieso kann ich mir nicht so eine schnieke Rüstung hier einfach klauen? Die brauchen doch keine. Die braucht doch keiner mehr. Kane sieht auch schon so süß aus. Es gibt später noch neue andere Rüstungen. Ja, später.
Aber trotzdem, so eine Rüstung wäre schon sexy. Alter, geh mir nicht auf den... Habt's aber nötig, ne? Ich will doch nur das Dorf aussaugen. Oh. Okay. Heimat? Bist du's? Wird ein Gegner davon getroffen, so verwest er sofort. Zurück bleibt nur ein bisschen Blut und Gewebe. Das Gift ist noch etwas länger wirksam und deshalb bei Berührung tödlich. Klingt lecker. Sobald ich mit dem Zauber jemanden treffe, verwest der Gegner sofort. Okay. Sprich, ich lasse ihn verrotten. Okay. Verrottungszauber. Ich glaube, so habe ich ihn damals auch genannt. Hey, Victor! Ich weiß nicht, wie ich die Steine bekomme. Ich glaube, da muss ich später nochmal hin. Ich glaube, hier war ich noch nicht drüber. Da war ein Fleischer nebenan, da war ich noch nicht. Okay. Ne, hier war ich echt noch nicht. Oh! Guter Foto. Sehr, sehr gut. Hallo? Mal die Karte eben anziehen. Ja, da wollte ich bleiben, aber ich wollte die Karte angucken. Wo ist die Karte? Ja, gute Frage. Alter! Ich will die Karte! Ah! Ach, da unten geht's auch noch an. Wie komme ich denn da auch? Also ich war jetzt hier, bin ich rum. Da geht's auch noch. Da geht's auch noch. Wo bin ich hingekommen? Von hier bin ich gekommen. Ja. Ah, okay. Ich könnte ja auch noch hier runter gehen. Ich gehe jetzt erstmal in das Häuslein. Da unten ist es auch so rot. Ja, da unten ist irgendwie ein rotes Häuslein. Keine Ahnung, was da ist. Dann kannst du ja da durch. Ich schaue erstmal. Also hier. Ach, da komme ich wahrscheinlich durch. Ja, manche. Also gucken. Was hat denn der Fleischer bei uns? So lang nicht mehr gespielt, das Ding, ey. Was hat der Fleischer? Der Fleischer hat die nettesten Zauber. Aber ich glaube, der Verrottungszauber ist doch ein bisschen böser als der Zauber, der einfach deine Innereien und alles da schrumpfen lässt. Ja. Schöpfling-Block. Ja, klar. So nennt man auch mehr guten Metzger. Alter, ich muss dich weg. Ich bumse dich weg, habe ich gesagt. Kohaden. Moment, was sagt er dazu? Nein. Oh, Kohaden. Der sagt gar nichts. Okay. Ich kann aber jetzt noch Kohaden. Ich glaube, das... Boah, ich nehme den Zauber jetzt. Ich bin nervig. So. Wasserbründe. Okay. Ich kann, wie gesagt, ich gehe, glaube ich, erstmal nach Korhagen. Wo kommt so erstmal das? Ja, okay, hat sich erledigt. Ja, an das Haus komme ich ja auch nicht ran. Du mit deiner Axt. Hey, Victor! Ich weiß, wir sind ein bisschen Half-Life.
Ja, also ich würde jetzt auch sagen, wir machen allgemein heute noch eine halbe Stunde noch. Und dann kann schon mal Kathy uns besser schmeißen, weil wir haben noch nichts gegessen. Alter, wie viele von euch gibt's denn hier? Hey, Victor! Alter, ich bin ja gleich wieder tot. Ah, da kommt ja noch einer. Und du. Hehehehehe. The Heart of Darkness. So, jetzt komm her, du Knochenwichser. Hey, Victor! Nein! Verrottet und zugenäht. Ah, frische Snacks. Nehme ich doch immer gern. Einmal schon vollpumpen hier. So, kann die Reise weitergehen. Na! Geht weg, geht weg, geht weg. Der Wind trug Schreie von Westen her. Ich konnte nicht umhin zu lächeln. Da litt jemand noch mehr als ich. Geht weg. Ich hab die Bumsarmee hinter mir. Geht weg. Hey, Victor! Hey, Victor! Alter, seid ihr jetzt einfach nur super gekommen, oder? Hey, Victor! Hier gelandet. Okay. Hallo? Nicht überleben, oder? Hey, Victor! Habe ich nicht noch diesen einen Zauber hier? Hab jetzt irgendwas aufgemacht. Den hier. Oh Gott. Oh Gott. Der war schön. So, Frage. Was habe ich jetzt geöffnet? Das Tor? Oder, keine Ahnung. Ah, ja, 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 ja. Stirb! Stirb doch! Nein! Hey, Victor! Entweder treffe ich den nicht oder... Nein! Das ist doch alles gegen mich. Naja, ah, ich nehme Wasser. Nein! Ich drücke minimal zu schnell. Komm ich da hinterher? Oh, bitte lass in irgendeinem Verlies hier, in irgendeiner Mauer, irgendein hängen. Und tschüss. Der Weg geht, ist schon mal falsch.
Und er starb, indem er in eine Pfütze lief. The Heart of Darkness. Was für ein epischer, heldenhafter Tod. Bay Victor! Eine Pfütze wurde sein Verderben. Gehen wir einfach mal der Reihe nach. Oh. Sehe zwar keinen Grund, aber ich speichere einfach mal. Und ich würde gern wissen, welches nette Gesicht ist das da auf dem Boden? Der sieht aus wie irgendwie so ein Frankenstein-Gerödel. Mit. Mastermind, bist du's? Wow. Ah, da ist Wasser. Alter. Wo ist mein Lichtzauber? Okay. Das ergibt jetzt alles schon wesentlich viel mehr Sinn. Wenn ich die kaputt schieße. Weil ich meine, jetzt habe ich eh schon quasi verloren. Okay, augenscheinlich kriege ich sie nicht kaputt. The Heart of Darkness. Komme ich da als Lykaner wenigstens rüber? Obwohl, Moment. Wie komme ich denn da rüber? Kann ich doch nur als Wolf. Nein, das habe ich nicht. Nein. Nein. Ja. Nupraptor war in ganz Nosgoth für seine geistigen Fähigkeiten bekannt, für Telepathie und Telekinese. Pilger kamen aus dem ganzen Land, um bei ihm in seinen Lügen Trost zu finden. Ich wollte nicht seine Weisheit, sondern sein Leben. Einer da unten ist ein, da unten ist ein. Nein! The Heart of Darkness. Schon scheiße, wenn man nicht sieht. Hey, Victor! Nein. Ich will mal Lichtzauber. Da habe ich aber gerade Splitter eingefangen. Bei einem der Holzlöffel. Splitter beim Holzlöffel? Oh, das ist so ein Kack-Dungeon. Tausenden von Todesfallen. Aua. Da komme ich wieder nur als Lykaner rüber. Ich gehe mal kurz raus. Machen. Oh, bitte sag mir, dass ich jetzt nirgendwo mehr rüberspringen muss. Ja,
einmal Licht ins Dunkel bringen. Alter, was bist du denn für ein Block? Hey, Victor! Au. Hey, Victor! Ja, kann ich. Ja, jetzt geht das Licht aus. Immer wenn man es nicht braucht, geht das Licht aus. Das ist so typisch. Von da bin ich gekommen. Muss ich jetzt wieder zurück? Ne, da sind drei Türen. Okay. Ja. Aber da ist ein Schalter. Dass ich mich jetzt hier von Mensch zu Wolf, von Wolf zu Vampir oder irgendwas verwandeln muss, das wird noch öfter vorkommen. Nur, dass das so lange braucht. Wo kommt der Pfeil? Okay, da komme ich nicht rein. Ja, klar. Ja, jetzt geht erstmal wieder die Funzel aus. Help me, kind sir. Ja, ich helfe dir ja gleich, Boy. Jetzt schill mal dein Glied. Please, help me, kind sir. Geh sterben. Deine Backe. Au, klar. Okay, da komme ich nicht rein. Ja. Von allen Ecken und Enden werde ich überrascht. Reines Bombardement hier. Du wagst es in mein Reich einzudringen. Kann ich nicht in Frieden trauern? Geh und mach meine Einsamkeit vollkommen. In Frieden trauern? Oh, wer bist du denn? Wer will hier im Frieden trauern? Hey, Victor! Hey, Victor! Hey, Borado würde nicht einfach so ein paar Priester in sich hier sich versammeln. Ja, aber nicht menschlich. Ah!
Also ich muss irgendwie die Tür da aktivieren. Frage mich wie. Nein, das ist ein. Das war ein Hebelrätsel. Ich glaube, ich sterbe irgendwann an dem Fall. Weil ich krieg doch dieses akustische Signal. Also, das. Ich kann nur eine runterheben. Ja, das kann ja, das kann natürlich gut sein. Oder die hier mit aktivieren. Ah ne, warte, das wäre ja die Ecke. Schon. Das wäre alle. Ich auch wieder das Geräusch gehabt, als ob eine Tür aufging. Vorhin hast du die Beine runtergezogen, dann hast du die eine Beine wieder hochgezogen und hast die Beine wieder runtergezogen. Okay. Warum? Ah, jetzt ist auch. Siehst du? Ich hab ein schlaues Gerät gehabt. Nein, ich habe jetzt auch nicht so viel Frau Schwein gehört. Glaub mir. Der rechte Winzer, erleuchtet werden. Ich weiß, wer hier an Frauen saugt. Du. Ich finde es garantiert nicht. Du hast mehrere Frauen umgebracht als du. Ich traf auf eine von Lubraptors Mägden. Vor Furcht wie wahnsinnig spie sie nur unvollständige Sätze von sich, aus ihrem blutigen Mund mit den zerbrochenen Zähnen. Obwohl mich der Bluthunger quälte, hielt ich mich zurück, um ihre Geschichte zu hören. Sie berichtete von ihrem Herrn Lubraptor, der durch den brutalen Mord an seiner geliebten Ariel in den Wahnsinn getrieben wurde. Sie sprach von einer Selbstverstümmelung, wie er sich Augen und Lippen zunähte, um die Außenwelt fernzuhalten. Aus Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit wandte er seine magischen Kräfte gegen den Kreis und vergiftete dessen Geister mit Wahnsinn. Nubraptor kümmerte nichts als sein jämmerliches Selbstmitleid. Narben, wie diese Magd sie trägt, werden niemals heilen. Für sie wäre der Tod eine Erlösung. Ja, bevor diese Interaktion kam, habe ich sie natürlich schon ausgenuckelt. Was für eine Interaktion? Der Text, der jetzt kam. Ja, was sagt er denn? Ich höre doch nichts, so weißt du ganz genau. Der Tod wäre für sie eine willkommen und Nubraptor hat seine Augen und Mund zugenäht. So habe ich das jetzt vernommen.
Joker? Bay Victor! Ich glaube, das ist eine Art Totenbeschwörung. Das würde ich sogar dem Spiel zutrauen. Ich würde dem Spiel zutrauen, dass das irgendwie so eine Art Totenbeschwörer war. Dragon sagte, es werde Licht. Dieser Cretin hat Leben vergeudet und hier dahinmodern lassen. Welch eine Verschwendung! Vielleicht sollte Nubraptor eine Lektion über den Wert des Blutes erteilt bekommen. Die lasse ich mir mal als kleinen Zirkel zwischendurch. Oh Gott, ja schon wieder. Überall Tote. Ich bin hier in reinen Leichenlager gelandet. Was ist das? Auf jeden Fall sieht es sehr widerlich aus. Wie war das nochmal? Zauber, da. Master Brain? Das gefällt mir absolut nicht. Das sieht nach Boss-Action aus. Das sieht absolut nach einem Bosskampf aus. Ich glaube, ich suche mir erstmal einen Raum zum Speichern. Scheiße. Kann ich hier... Ach ja klar, hier muss ich ja jumpen. Attacke. Ja. Ketchup. Ich habe das Gefühl, das endet in einem scheiß Bosskampf. Dass ich jetzt 3 Dungeons machen muss, diese scheiß Fackeln entzünden muss, dann sind es ja 4 Dungeons, um diese Kacktür zu öffnen. Ich glaube, ich gehe erstmal nach unten. Aber vorher werde ich bitte wieder zum Vampir. Mal gucken, was die Dungeons so bieten haben. Das Geile ist ja, ich leide halb unter Blutarmut hier.
WTF, was? Och nein! Nicht die Kacke! Oh nein! Ich krieg ein Kind. Wie konnte ich das machen? Oh nein! Ich muss hier irgendeinen Weg laufen, wenn der falsch ist. Ah. Ah. Okay. Dunkel also, nicht in Licht. Da, das erste Mal, wo ich das Spiel gespielt habe, bin ich verzweifelt. So, nächste. Gibt's hier auch mal einen Snack für zwischendurch? Oh Gott. War das alles? Muss ich nur die Zombie-Horde besiegen? Augenscheinlich ja. Gut, dann fehlt uns nur noch eine Fackel. Ich höre nichts. Das macht mir Angst. Hey, Victor! Oh Gott, ich bin in einem verkackten Labyrinth. Bank erlaubt für kurze Zeit Zugriff auf große Mengen magischer Energie. Wenn allerdings der Augenblick gekommen ist, verliere ich all meine magische Energie und kann keine Zauber mehr anwenden. Richtig kacke. Hey, Victor! Oh, Essen. Geht mir nicht auf den Strich. Schön in Reihe. Hey, Victor! Hey, Victor! Hey, Victor! Lass Papa snacken. Ja, ich bin, glaube ich, gleich beim Boss. So, wir haben alle Aufgaben jetzt erfüllt, um den Raum zu öffnen. Ja, das sieht doch sehr nach Boss aus. Ja, vor allem, wenn ich das hier sehe, sagte ich ja Master Brain.
Wir wollen mal gucken, was das für ein Schlumpf ist. Okay. Hey, Victor! Hey, Victor! Hier und auf der anderen Seite gab es noch eine Tür. Was ist das? Ist das ein Riesenschädel? Scheint so. Eine normale Welt. Noch. Huh, Schwarzbild. Ja. Ja, aus den tiefen Augenhöhlen des Unterschlupfs sah ich Nosgoth aus einer anderen Perspektive. Das Glas schien das Bild zu verzerren und die Farbe zu trüben. Als ob Nosgoth Hilfe dabei bräuchte, seine Verderbnis zu offenbaren. Die Hölle auf Erden. Aber ich glaube, die sind nach der, ja, wie Kain sagte, Verderbnis. dann geht's ja nur noch den Mittelweg. Ja, ins Brain. Oder auch nicht. Ich sag doch, ich bin in einer riesen Schädel. So ist, will ich auch gerne bauen, eine Bank. So ein Schädel? Ein Schädel, wo man reingehen kann und dann einfach so rausgucken kann. Okay. Aber dann riesengroß. Aber ich kann nicht durch die Tür. Dann muss er eben suchen, eben da. Muss da irgendwas sein? Hebel oder sowas? Ja. Ah. Ist das hier kein... Nee. In den Nasen nehmen Höhlen garantiert nicht. Ja, wer weiß. Weil die haben nur was gesehen. Da, oder? Guck mal, da rechts. Hier, da. So. Schalter! Und sei gegrüßt! Ich versuch's gerade noch zu lesen, Moment! Gut, aber gar so. Wenn ihr vorhin eigentlich gefragt habt, was heißt eigentlich Baby? Ich bin immer noch der Ansicht für den. Ich habe irgendwas vorhin gelesen mit. Du hast es wieder vergessen. Ah, jetzt ist die Tür offen. Sehr nice. Und wie gesagt, schönen Abend hier. Oh. Das trifft sich sehr gut. Ich habe mir überlegt gehabt, nächste Tattoo, vielleicht einen von Kane oder von Raziel, das Zeichen zu nehmen. Als Tattoo? Ja, wäre auch eine geile Idee. So, aber erstmal speichern. Da. So, ich mache jetzt aber nur noch so lange, bis das Essen fertig ist. Und dann mach ich. Was? Ah ne, okay, jetzt komme ich nicht mehr.
Naja, immerhin haben wir schon mal gespeichert. Nun, Malek, bist du gekommen, den Kreis erneut im Stich zu lassen? Geh, Vasall. Ich brauche deinen Schutz nicht. Komm, Kain, teile meinen Schmerz. Da war Malek dabei, okay. Und ich soll meinen Schmerz mit ihm teilen. Dies war also Nubraptor, dieser erbärmliche, gebrochene kleine Mann. Doch so gebrochen könnte er nicht sein, als dass er kampflos aufgeben würde. Nun gut, alter Thor, wenn du den Tod willst, werde ich ihn dir nicht verweigern. Au. Hey, Victus! Das ist ja easy. Oder auch nicht. Au, ich hab die doch nicht. Tolle Wurst. Jetzt tun sich auch noch Pikes auf. The Heart of Darkness. Moment. Ist er tot? Vielleicht überzeugt das Haupt ihres Geliebten Ariel davon, dass ich meinen Auftrag ausgeführt habe. Yay, er ist tot. Und Essen ist ganz fertig. Oh, perfekt. Boss gelegt, Essen fertig. Besser kann es gar nicht laufen. Was ist das? Na, Half-Life, ne? Die Keule ist eine der wirksamsten Waffen. Mit ihr kann man seine Gegner einfach ausschalten, um sich dann an ihnen zu laben. Damit kriege ich die Steine, glaube ich, kaputt. Da unten sehe ich, glaube ich, noch eine Kiste. Ja. Ich glaube, mit der Keule kriege ich die Steinchen putt. Die Steinchen putt. Und ja, wir sind Blood Omen Fans. Ich kenne mich ein bisschen mehr aus damit, wa? Ja, ich hab mehr. Hey, Victor! Ich hab keine Teile gespielt. Hey, Victor! Oh, das holt das in Ordnung. Ich kenne mehr die Hintergrundgeschichte. Wer muss ich denn auch? Ah, tatsächlich. Oh, danke. Mittag. Abendbrot. Oh Gott. Sieht aber geil aus, damals für PlayStation 1 Verhältnisse. Ich hätte mal wissen, dass in Blood Omen 1 Kain voll alt und so aussieht. Blood Omen 2 voll jung. Ich
fand die Stimme damals so geil von Nicolas Cage. Damit müssten wir aber eine Säule eigentlich schon hergestellt haben jetzt. Ich habe Nubraptors Kopf vor die Säule des Geistes gelegt und gesehen, wie er mit dem Stein verschmolz. Die Säule hat die Gabe angenommen. Somit wurde sie wiederhergestellt. Die Säule des Gleichgewichts. Ja, das, Einst von Ariel. Ah, da ist sie. Nubraptor war nur der Anfang. Für immer von Wahnsinn gezeichnet, war der Kreis auf ewig verloren. Nur der Tod konnte Erlösung bringen. In mir würden sie ihr Heil finden. Allerdings musste ich zunächst ihren Herrn besiegen. Malek, der Verteidiger der Neuen, befand sich in einem Unterschlupf weit im Norden, hinter Wasserbunde. Nun war die Zeit gekommen, den Zorn der Säule des Konflikts auf die Probe zu stellen. Die Säule des Konfliktes, geschützt von Malek, dem Vasallen. Okay, das heißt, ich muss als nächstes... Ups. Sorry, Baby. Ich muss mich als nächstes um Malek kümmern. Viel Spaß. Erstmal speichern. Ja, erstmal gucken, wo man hier speichern kann. Wir haben zwei Portstellen. Bezweifle es sowas vor. Da müssen wir sowieso zum zweiten da wieder zurück. Hier hin, meinst du, ne? Mhm. Weil da so viele Steinchen waren. Ich muss mir das hinterher noch meine Aufnahme anhören, wohin ich dann reisen muss. Hast du es mir nicht zugehört? Doch. Hab ich. Ah, nee, das ist für Fledermaus. Wochenspeicherpunkt. War hier drin nicht einer? Geh mir nicht auf den Sinn, Schnürsenkelboy. Ja, die ist heute lang. Doch. Oder doch? Ich bin nur falsch gelaufen. Ach doch. Dann laufen wir eben wieder zurück. Dann wieder wieder. Yes! Please. Natürlich will ich speichern. Habe ja heute schon dann den Boss gelegt, den ersten zumindest. Saving. Ich glaube von 6, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie viel, ich habe jetzt die Säulen nicht gezählt. Ich habe jetzt noch nicht im Kopf, wie viele es noch waren. Ich auch nicht. Loading. Na gut, wir sind dann aber erstmal raus für heute. Am Futtern. Ich hoffe, der kleine Stream hat euch Spaß gemacht. Ich hüpfe jetzt schon meinen Endstream. Weil wir werden jetzt noch was futtern. Und danach werde ich weitermalen. Und Miezeplüsch wird dann etwas noch weitermalen. Wie gesagt, hoffe, hat euch Spaß gemacht. Danke an Felly, Cat für den Host, Ani, Jane, Kulex. Schön, dass ihr alle da wart. Hütchen, so. Ja. Wie gesagt, schön, dass ihr alle da wart. Hat richtig Spaß gemacht, wieder mal so ein altes Spiel zu spielen. Wir sind erstmal raus. Wünschen euch noch einen schönen Rest Montag, der noch eine Stunde geht. Kommt gut in die Nacht, schlaft gut und bis zum nächsten Mal. Ach ja, kleine Anmerkung, morgen bei Sefi ein Restream von Dead by Daylight. Wer Bock hat, einfach gerne vorbeischauen. Jubiläumsstream, genau. Wer Bock hat, einfach vorbeischneiden. Wir verlinken natürlich alles in Discord etc. pp. Und damit entlasse ich euch in die Nacht. Gehabt euch wohl und ciao.